Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan, bei mir auf dem Kanal in Dingespiel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und um was geht's heute? Ich möchte euch heute mal oder mit euch das Thema Lithium-Akku und Kälte durchgehen. Ich habe immer wieder Anfragen, wenn ich umrüste auf Lithium-Akku. Ja, was ist denn, wenn mein Fahrzeug dann wirklich kalt ist? Wie schaut das Verhältnis aus? Es heißt immer, Lithium-Akku ist schwierig bei kalten Temperaturen vom Handling her. Lithium-Akku lädt nicht mehr, Lithium-Akku schaltet ab und so weiter. Und ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Lithium-Akku und Kälte, wie funktioniert's? Was bedeutet es? Und wie ist denn der Einsatz vom Lithium-Akku denn wirklich? Und wenn euch das interessiert, bleibt auf alle Fälle dabei und bleibt dran. Und ich höre auch schon mein Gelabel auf und wir fangen gleich an mit dem interessanten Video. Also, los geht's! So, hier haben wir so einen Lithium-Akku in einer Größenordnung von 100 Ampere-Stunden. Den Lithium-Akku kann man im Prinzip fast 1 zu 1 tauschen, wenn man denn die gleiche Größe will, wenn man denn exakt den gleichen Akku möchte, dann kann man das natürlich fast tun. Ich sage grundsätzlich fast, weil man die Gegebenheiten natürlich erst einmal abchecken muss. Und doch, unser Thema ist ja heute von dem Lithium-Akku einfach mal zu erfahren, was kann er denn wirklich? Es heißt ja in der Regel, man kann ihn bis zu circa minus 10 Grad entladen und man kann ihn beladen ab plus 1 bis 2 Grad. Das ist so, glaube ich, grob die Regel. Jetzt gibt es natürlich Akkus, die kann man auch bis minus 10 und bis minus 20. Liontron macht Werbung bis minus 20, glaube ich, auch von WCS gibt es ja mittlerweile den Icepack, 188 Amperestunden. In diesen Akkus ist natürlich nichts anders wie eine kleine Fließheizung mit verbaut, dass einfach die Zelle über 0 Grad gehalten wird. Wir reden aber hier immer nur von der Beladung. Entladen kann man den Akku weitaus tiefer. Also das heißt, bei minus 5, minus 6 Grad kann man den Akku ohne Probleme weiter entladen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das werde ich euch auch gleich vorführen. Ich habe einen Akku da, den habe ich jetzt extra in die Gefriertruhe gelegt und habe das ausprobiert, weil ich möchte natürlich auch selber wissen, wie das funktioniert. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Und darum habe ich den in eine Gefriertruhe gelegt, habe den runtergekühlt. Aktuell müsste ich, schauen wir gleich miteinander nach, hat er so minus 5,6 Grad. Und dann schauen wir mal, ob er noch funktioniert. Also ich bin gespannt und ich freue mich da schon richtig drauf, weil das möchte ich ja selber wissen. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich mal miteinander an. So, hier seht ihr, haben wir miteinander einen Test aufgebaut. Ich habe diese Truma Gefriertruhe auf minus 15 Grad eingestellt, um euch zu zeigen, was da drin ist. Ich habe hier, voilà, einen 100 Amperestunden WCS Akku reingelegt und habe hier dran einen Inverter angeschlossen. Einen Inverter mit 300 Watt, das reicht ja vollkommen aus. An diesen Inverter habe ich hier so ein kleines Gerät dran gehängt, braucht 260 Watt. Da können wir das wunderbar ausprobieren und ob da dementsprechend was rauskommt. Jetzt schauen wir uns erst einmal miteinander an, was haben wir denn in dem Akku noch an Temperatur. Dazu schauen wir jetzt hier mal drauf auf unsere App. Und wir sehen, der Akku hat 99%, hat 12,3 Volt. Ich scrolle jetzt einfach mal runter und wir sehen hier, er hat eine Minuskerntemperatur, ich hoffe es ist scharf, ich hoffe ihr seht es, von 5,6 Grad aktuell. Dauert natürlich alles, weil das ist ja im Inneren des Akkus, also aktuell hat er minus 5,6 Grad und das ist ja schon mal eine ganze Menge. Jetzt gucken wir mal, ob wir den aktivieren können, beziehungsweise hier steht noch alles auf Betrieb, die Zellen sind noch aktiv
Und jetzt schalte ich einfach einmal unseren Inverter an. Mal gucken, was er da macht. Und schalte mal unser Gerät an. Also der Inverter geht schon mal an. Das sieht man schon mal hier. Pieps, 0,5 Ampere, zieht 0,4 Ampere, zieht der Inverter. Und jetzt fange ich einfach mal an, unsere Maschine hier loszulegen. Und ihr seht, die hält 13 Ampere. Zieht er ohne Probleme aus dem Akku. Also, es funktioniert tatsächlich bei minus 5,6 Grad. Das BMS macht definitiv noch nicht zu. Das ganze Spiel werden wir jetzt nur ein bisschen steigern. Also, ich nehme jetzt auch die App, damit es ein bisschen schneller geht. Wir werden jetzt die Truma Gefriertruhe, halt, haben wir jetzt das richtig? Jawohl. Noch ein bisschen weiter runtersetzen. Ich habe es jetzt auf minus 15, ich mag es jetzt auf minus 22. Tiefer kann es nicht mehr machen. Das ist das Höchste der Gefühle. Machen den Turbo ein und schauen wir mal, wie weit wir das Ganze noch runterbringen an Betriebstemperatur und gucken dann mal, was passiert und wie lang der Akku da dementsprechend tätig ist. Wir machen immer einen Zwischenstand und dann prüfen wir das immer wieder nach. Ja, ihr seht, man kann ohne Probleme bei ca. minus 6 Grad weiterhin selbst mit einem Inverter Strom aus dem Akku rausziehen. Es reicht vollkommen aus, damit eine 12 Volt Dieselheizung oder irgendwas anderes, Truma-Heizung, was auch immer, in Betrieb zu nehmen. Also, grundsätzlich entladen können wir wesentlich tiefer. Aber jetzt schauen wir mal in unsere europäischen Gefilden. Wir leben hier in Deutschland. Ich kann mich aktuell nicht erinnern, wann wir mal minus 7, minus 8, minus 10 Grad über einen längeren Zeitraum hatten. Und dann muss ich ja auch noch gerade dann das Wohnmobil nutzen wollen. Aber nichtsdestotrotz, bis minus aktuell bewiesen 5,6 Grad funktioniert es tadellos, ohne Probleme. Dann schalten wir die Heizung ein, weil entladen können wir ja. Das Wohnmobil wärmt sich auf, die Kerntemperatur vom Akku erhöht sich dementsprechend, weil wir haben ja Wohnmobile, wo die Akkus immer im Innenraum und am Fahrersitz und am Beifahrersitz, selbst in isolierten Staukästen verbaut sind. Ich persönlich habe kein Wohnmobil erlebt bis jetzt, wo die Batterie an einer Stelle verbaut war, wenn wir eine Temperatur hatten von minus 4, 5 Grad, wo der Kasten genauso kalt war. Also selbst wenn, dann kann man ja nach wie vor entladen. Aber grundsätzlich, man muss davon wirklich keine Angst haben. Das Einzige, was die Zelle letztlich schaden kann, ist, wenn man die Zelle lädt bei unter 0 Grad. Das sollte man nicht tun, beziehungsweise das BMS, was da drin verbaut ist, schützt davor die Zelle und schaltet dementsprechend ab und lässt keine Ladung zu. Und wartet ab, bis die Temperatur über 4, 5 Grad steigt und dann kann man auch den Akku wieder ganz normal laden, ohne große Probleme, ohne großen Aufwand und alles funktioniert wieder wie gewohnt. Für mich persönlich gibt es nur einen einzigen wirklichen Ausnahmefall, wo man sich was anderes einfallen lassen müsste. Das wäre zum Beispiel Expeditionsfahrzeuge, wo einen hermetisch abgeschlossenen Koffer hätten und der Akkukasten unten am Fahrgestell in diesen silbernen Staukästen hängen würde. Da müsste man sich was einfallen lassen, weil die natürlich permanent in der Kälte wären. Und selbst wenn man in der Wohnkabine die Heizung anmacht, würde da unten der Akku nicht mitgewärmt werden. Also da müsste man dann natürlich dementsprechend eine Wärmeversorgung hinbauen, elektrisch oder eben auch mit Diesel oder wie auch immer.
eine kleine Heizung, einen Heizungsluftschlauch mit hinlegen, um dass die Akku auch wieder erwärmt werden können und dass man dann die Akkus wieder laden kann. Der Ladebooster wieder tätig sein kann und so weiter und so fort. Wenn wir die Komponenten von WCS verbauen, hat man zum Beispiel einen doppelten Schutz. Einmal schützt das BMS die Zelle ohne große Probleme. Zum Zweiten schützt aber auch der Ladebooster die Zelle, weil auch dieser Ladebooster zwischen ab 0 Grad keine Ladung mehr zulässt. Auch der regelt dementsprechend automatisch runter und wartet, bis die Temperatur vom Akku wieder angehoben ist. Dementsprechend und dann gibt er langsam wieder die Ladung frei. Aber auch nicht alles auf einen Schlag, sondern zwischen einstellbar 0 und 5 Grad um die 5 Ampere und ab 5 Grad dann 20 Ampere und ab 8 Grad, keine Ahnung, wieder volle Hütte. Das ist dann so entsprechend die Einstellungsart, damit man da nicht gleich wieder volles Rohr gibt. Relativ unbedenklich das Ganze und relativ ohne Probleme auszuführen. Also, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Auch im Winter kann man mit Lithium-Akku einen wunderbaren Urlaub genießen, kann man mit Lithium-Akku wunderbar das Wohnmobil genießen, ohne Ausfälle, ohne großen Problem und funktioniert tadellos. Wir gucken jetzt mal, was unsere Temperaturanzeige macht und machen den nächsten Test. So, jetzt kommen wir in die spannende Phase des Videos. Jetzt haben wir hier minus 22 Grad und ich gucke jetzt mal in unserer App. Mich würde jetzt interessieren, was hat der Akku denn effektiv im Halt, da bin ich falsch, hier bin ich richtig. Was hat der Akku denn als Kerntemperatur von den Zellen? Wir sind bei dem 100.01.74. Schauen wir mal rein. Er hat 7,9 Grad minus. Die Schalter sind alle noch auf off und jetzt testen wir mal. Also 7,9 Grad minus, das heißt 8 Grad minus. Ich schalte den Inverter ein. Jawohl, Inverter läuft, also der geht schon mal. Er zieht schon mal minus 0,4 Ampere, ohne dass er abschaltet. Achtung, jetzt wird es wieder etwas laut. Ich halte jetzt einmal die Kamera so drauf, bevor ich das jetzt mache. Also nur, dass ihr seht, ne? Also der Inverter, die Kabel gehen da rein in die Batterie. Hier geht das Kabel zipp, direkt zu diesem Gerät. Also das ist alles kein Fake. Nur, dass wir das auch richtig gestellt haben. Und ich schalte jetzt wieder die Schleifmaschine ein mit über 260 Watt. Und ihr guckt mal genau auf die App. Also ihr seht, er läuft immer noch bei minus 7,9 Grad, können wir 13 Ampere rausziehen ohne Probleme mit dem Inverter und dementsprechend kriegen wir immer noch Strom raus aus dem Lithium-Akku. Wir können ihn jetzt nicht mehr laden, selbstverständlich, da würde er dicht machen, aber wir kriegen immer noch 13 Ampere aus dem Akku raus. Jetzt ist er auch schon auf 98%, ist klar. 7,9 Grad. Ich lasse ihn jetzt noch ein wenig da drin und wir gucken, was er im nächsten Step macht. 7,9 Grad ist schon echt eine Nummer, wo ich aus dem Akku dementsprechend immer noch Strom abführen kann. Tolle Geschichte, ich finde es geil. Das beweist also tatsächlich, dass auch dieser Lithium-Akku ohne Probleme die Temperatur in der Minusgraden kann. 7,9, 8 Grad minus. Also Leute, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in meinem Fahrzeug minus 8 Grad hatte. Also wenn ihr dann in den nördlichen Länder fahrt, dann ist die Karre beheizt. Ansonsten, wenn die daheim von meiner Wohnung steht, haben wir garantiert keine minus 8 Grad in dem Auto. Das heißt, ich kann immer
meine Heizung einschalten, kann dementsprechend Strom ausführen, kann das Fahrzeug aufheizen und kann dementsprechend den Akku wieder anwärmen, sodass er auch dementsprechend wieder beladen werden kann. Wichtig ist auch vom Umgang her mit dem Akku, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Akku in den Winterschlaf schicke? Hier sage ich immer am allerbesten, und da sind die Erfahrungswerte eigentlich ganz gut. Lithium mag es natürlich am liebsten, wenn die so zwischen 20 und 80 Amperestunden bewegt werden. Also 20-80%, so muss ich sagen, bewegt werden. Also nie ganz voll und nie ganz leer sind. Natürlich bei uns im Wohnmobil totaler Quatsch. Würde natürlich so ein bisschen auf die, wie soll ich sagen, geht natürlich so ein bisschen auf die Lebensdauer, kann sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, so ein Akku hat roundabout 3000 Ladezyklen. Ein Ladezyklus ist einmal voll, einmal leer. 3000. Also, ich müsste jetzt mal kurz überschlagen, wie lang wir bräuchten, bis diese 3000 Ladezyklen weg wären. Ich rechne das jetzt mal kurz aus. Wenn wir jeden Monat 2 Ladezyklen machen, dann hält der Akku noch 125 Jahre, laut von den Ladezyklen her, bei 3000 Ladezyklen. Weil 2 Ladezyklen im Monat sind im Jahr 24 Ladezyklen. Wären roundabout 125 Jahre. Also das heißt, wir können, keine Ahnung. Und wenn uns am Schluss, weil wir den Akku immer auf 100% bis auf 10% fahren, 1000 Ladezyklen fehlen würden, hätten wir 2000 Ladezyklen. Ich glaube, dann tun wir uns immer noch schwer, das zu erleben, außer wir leben 24 Stunden 365 Tage im Jahr im Fahrzeug. Also ist das schon gewaltig. Von dem her spielt das schon mal keine Rolle. Dennoch, wenn man einwindert, tut man dem Akku was Gutes, wenn man einfach bei 80%, ca. 80-90% den Strom abtrennt, dementsprechend abschaltet mit einem Hauptschalter oder wie bei den Akkus, die haben einen internen Hauptschalter, die entsprechend ausschaltet und dann den Akku einfach ruhen lässt. Wenn man im Frühjahr wieder einschaltet, überhaupt kein Problem, einfach den Akku wieder einschalten. Er wird nahezu den gleichen Prozentsatz wieder haben, verliert er vielleicht ein paar Prozent durch eine dynamische Eigenentladung und dann war es das. Und dann ist er wieder topfit. Zum Zweiten, man kann so machen wie ich. Ich mache Hardcore, ich mache an meine Akkus gar nichts. Die laufen den ganzen Winter durch. Ich achte auch nicht auf, ich habe den auf 80% geladen oder ich habe den auf 100% geladen. Will ich nicht, kann ich nicht und möchte ich auch nicht, weil mir ist das viel zu aufwendig. Ich möchte mein Fahrzeug nutzen. Ich habe 2 Lithium-Akkus drin und da blättert die Sonne auf die Solaranlage und der Akku hat 100% und gut ist. Und denn das Restliche übernimmt ja das BMS. Wenn es dem Akku zu kalt ist, schaltet er schlichtweg ab. Wenn er wieder warm genug ist, schaltet er wieder ein und alles funktioniert und das BMS passt schön auf den Akku auf und alles ist safe, alles ist gut. Somit kann man den Akku wirklich auch getrost im Winterurlaub schicken beziehungsweise das Fahrzeug in den Winterschlaf schicken, ohne große Probleme. Wenn man den Akku was Gutes tun will, 80%, 85-90% aufladen, Hauptschalter aus, Akku ausschalten, gut ist. Nach 3-4 Monaten das Fahrzeug wieder einschalten, alles ist wieder fit. Möchte ich im Winter fahren, auch kein Problem. Wir haben es gerade gesehen, bei minus 8 Grad kriegen wir immer noch richtig Strom raus und können immer noch richtig was anfangen damit. Heizen unser Fahrzeug wieder auf und los geht's und wir können schon wieder fahren. Natürlich können wir den Akku nicht laden, wenn wir nicht über 0 Grad sind. Aber da behaupte ich einfach, müssen wir auch gar nicht. Diese Situation entsteht mit einem klassischen normalen Wohnmobil fast nie. Also ich kenne keine. Wenn ich mein Fahrzeug
aufheiz, weil ich losfahren will, dann heize ich ja auf. Zwangsläufig habe ich Wasser drin, zwangsläufig muss ich das Fahrzeug 24 Stunden heizen, wenn ich im Winter unterwegs bin. Zwangsläufig hat der Akku immer 0 Grad, über 0 Grad und somit kein Problem. So, jetzt schauen wir, was der zweite Schritt macht, oder der dritte, glaube ich, ist jetzt. Der dritte Versuch, mal gucken, wie weit ich den Akku runtergekühlt bekomme in dieser Box. Und wir spicken nochmal. Wir gucken. So, wir haben jetzt aktuell 8,9 Grad, also 9 Grad minus. Wir machen jetzt das gleiche wieder. Ich schalte wieder meinen Inverter, meinen Wechselrichter ein. Ihr seht, er leuchtet. Wir ziehen hier wieder 0,5 Ampere raus. Das heißt, die Batterie ist nach wie vor offen. Halt, einmal aktivieren. So, ich starte wieder mein Gerät. Also, ihr seht, auch der läuft und läuft und läuft. Überhaupt kein Problem, er zieht nach wie vor 13 Ampere raus und immer noch bei minus 8,8, 8,9, da erwärmt er sich dann ein bisschen, also 9 Grad minus, ich glaube an der Stelle können wir aufhören, ich bin safe, bis minus 10 Grad läuft das Ding und hat überhaupt keine Probleme. Hier seht ihr nochmal kurz meinen Versuchsaufbau, ich schalte hiermit auch die Kühltruhe jetzt ab. Jetzt machen wir mal den Deckel auf. Auch hier seht ihr, wie die da drin liegt. Ein bisschen schräg, weil die nicht anders reinpasst. Aber ihr seht, hier ist alles Eis. Also der Akku ist arschig kalt. Ja, also was soll ich da anders sagen? Ich schalte jetzt aus. Na. Zack. Das hält. Wir haben hier einen Akkutest gemacht mit einem WCS 100 Amperestunden Akku bis minus 9 Grad. Ja, auch der dritte Test war erfolgreich. Bei minus 9 Grad kriegen wir immer noch genügend Saft aus dem Akku raus, damit wir entsprechend unsere Dieselheizung, unsere Trumaheizung anschmeißen können, das Fahrzeug wärmen können und dementsprechend safe sind, ist überhaupt kein Problem. Laden, immer wieder das Gleiche, muss er über 0 Grad sein, sonst schaden wir den Zellen, aber das sorgt allein schon durch das BMS, wird da Sorge getragen, dass da nichts passiert. Aber beim Entladen sind wir zumindest jetzt hier bei dem Test, bei dem BCS-Akku, safe bis minus 9 Grad. Ich bin mir sicher, die kann auch minus 10, wo auch das BMS dementsprechend offen hält und die Batterie sich nach wie vor entladen lässt. Ich bin froh, dass ich den Test gemacht habe, weil somit kann ich eure ganzen Fragen, die hier immer tagtäglich eintreffen, wenn wir Fahrzeuge umrüsten auf Lithium, beantworten, dass es definitiv hundertprozentig geht und ich überhaupt kein Problem damit haben muss und auch keine Angst damit haben muss. Ich kann getrost in den Winterurlaub fahren, ich kann das Fahrzeug auch im Winter abfahrtsbereit machen. Alles funktioniert und das noch viel, viel besser mit einem schönen Lithium-Akku. Da hat man überhaupt keine Probleme. Ja, das war einfach die Thematik, wo ich ansprechen wollte, weil ich einfach ganz oft immer wieder von Kunden angesprochen worden bin. Ja, was macht man, wenn es kalt ist und. Wie geht man mit Lithium-Akku um im Winter? Was passiert, wenn es mal minus 5 Grad hat? Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, mit dem Video habe ich so ein bisschen Klarheit geschafft, was Lithium-Akku im Winter angeht. Ja, nun mal ein etwas anderes Video zwischendrin. Eben Eigenschaften Lithium-Akku im Winter.
Für mich war das ein sehr aufschlussreiches Video, weil für mich war es wirklich interessant, auch mal zu sehen, ob es auch wirklich effektiv funktioniert. Hurra! Natürlich funktioniert es. Man kann einen Lithium-Akku bis minus 9 Grad ohne Probleme entladen. Ich sage, der kann auch locker minus 10. Aber Leute, mehr muss er auch gar nicht können. Also vielleicht kann er auch minus 12 oder 13. Können wir an einer anderen Stelle auch nochmal testen. Doch ganz ehrlich, wann habe ich im Fahrzeug minus 10, minus 13, minus 15 Grad? Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Unsere Winter sind zumindest seitdem ich auf der Welt bin immer wärmer geworden. Wir haben schon lange nicht mehr diese kalten Winter von minus 10, 15, 20 Grad geprägt. Also da machen wir mal überhaupt keine Sorgen. Wenn ich allein unseren jetzigen Winter anschaue, war ja auch in Anführungszeichen relativ mild. Mal minus 5, mal minus 6. Das war es aber auch schon zumindest hier bei uns. Natürlich schaut es bei Österreich oder in den Bergen, in den Alpen ein bisschen anders aus. Aber letztlich funktioniert es. Wir können den Akku entladen, wir können unser Fahrzeug aufheizen, wir können uns Strom nehmen und dementsprechend Wärme erzeugen, den Akku Betriebstemperatur schenken und loslegen. Ja, ich darf mich bei euch bedanken für das Video. Ich freue mich wieder ertragreich über Kommentare von euch, natürlich auch über ein kleines Like sowie über ein Abo. Und bitte denkt dran, am Freitag fahren wir los. Wenn wir noch irgendwie Medikamente, Verbandsmaterial, Verbandskästen, irgendwas habt, wir freuen uns nach wie vor über eine Spende, über Sachspenden sowie über auch eine kleine finanzielle Spende für die ganzen Flüchtlinge, wo da kommen. Wir selber betreuen aktuell 7 Damen, die hier in Dinkelsbühl eingetroffen sind, die betreuen wir mit. Auch hier geben wir denen oder kaufen denen immer wieder ein paar Sachen, die brauchen noch ganz, ganz viel, natürlich auch Klamotten, Unterstützung und so weiter, damit sie sich einrichten können, Fuß fassen können. Meine Frau fährt da wöchentlich 2-3 Mal hoch und besucht sie. Heute war sie erst wieder dort, da brauchen sie nur ein paar Töpfe, die werden wir ihnen morgen organisieren, damit sie da auch noch ein bisschen was kochen können und so weiter. Da werden wir auch noch mehr tun, weil es kommen noch viel, viel mehr hier auch zu uns in die Region. Auch da werden wir uns dran beteiligen und da sind wir natürlich auch immer dankbar, um eine kleine Hilfe, um diesen Menschen diese Hilfe weitergeben zu können. Aktuell fahren wir am Freitag los mit dem Camper Tobi in Richtung, wissen wir noch nicht ganz genau, jedenfalls entweder Ungarn oder Polen, das werden wir uns dann nur kurzfristig entscheiden. Werden wir auch nur bekannt geben, auch auf diese Reise werden wir euch ein bisschen mitnehmen, um eben einen ganzen Sprinter voll, dank euch, Medikamente, Notfallkoffer, Verbandsmaterial und so weiter abgeben zu können, damit es dort eintrifft und den armen Menschen dort, die gerade tierisch in Not sind, so ein bisschen unter die Arme zu greifen können und da zumindest ein kleines bisschen zu helfen. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich freue mich und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid. Da schauen wir dann mal wieder in die Werkstatt, was wir die Woche alles so getrieben haben. Und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.